Ich brauche dringend Platz und darum ist bei dem Mistwetter heute Auslanzen im Gewächshaus angesagt. Bevor es ans Auslanzen geht, muss hier aber erstmal dringend aufgeräumt werden. Ach, und dann sind da ja noch die drei Physalispflanzen vom Überwinterungstest. Leider scheint sie alle drei hinüber zu sein. Dieser stand ganz im Dunkeln im Keller, das sieht man auch wohl. Dieser hier stand oben auf dem Dachboden, das kann man auch sehen, da ein wenig Grün da ist. Und dieser stand den ganzen Winter im Gewächshaus, das sieht man auch, da hier ganz viel Grün ist. Der Boden in meinem Gewächshaus wurde vor einigen Wochen schon gut aufbereitet. Auch mein Sohn Dominik hilft mir heute mit und lockert vor dem Einpflanzen noch einmal etwas den Boden auf. Ja, und was brauchen frische Jungpflanzen am meisten? Natürlich viel Licht. Also ist erstmal Fensterputzen angesagt. Na, das kann sich doch wieder sehen lassen. Obwohl es draußen gerade mal 10 Grad hat, ist es hier drin im Gewächshaus schon bei 15 Grad. Meine Gewächshausheizung wird ab heute auf eine Frostschutztemperatur von 5 Grad eingestellt. Eingepflanzt werden sollen zum einen der Blumenkohl, der Salat, sowie auch der Kohlrabi-Landrohr. Beginnen werde ich mal mit dem Blumenkohl. Es ist der Violetta da Sicilia von der Bianca. Durch vorsichtiges Drücken an den Seiten löse ich den Ballen im Topf. Diesen Ballen kann man dann wunderbar in den Boden einsetzen. Auch der Dominik hat Spaß daran, ein paar Blumenkohle einzusetzen. Als nächstes folgt der Kohlrabi Lanro. Ja, er hat sich schon ganz schön nach dem Licht gestreckt. Beim Entnehmen der Pflanze kann man sehr gut einen Latte Macchiato Löffel zur Hilfe nehmen. Auch hier wird der Ballen fest in die Erde gedrückt. In der Zwischenzeit hat der Dominik ein paar Reihen Radieschen ausgesät. Ja, das kleine Korn wird mal ein ganz leckeres Gemüse. 9 Reihen mit 3 verschiedenen Sorten sind es geworden. Auf der anderen Seite des Gewächshauses habe ich 18 vorgezogene Salatköpfe eingesetzt. Pastinake Aromata und der Spinat Venezia sollen es sich draußen in meinem Hochbeet gemütlich machen. Hier habe ich Anfang März schon ein Paradieschen ausgesät. In den beiden Rechtecken befinden sich 2 verschiedene Möhrensorten. Und auch die Stuttgarter Riesen sind schon kräftig am Treiben. Auch mein Schnittlauch ist in diesem Jahr wieder saftig grün ausgetrieben. Hier hinten am Ende des Beetes sollen der Spinat und die Pastinaken hinein. Obwohl heute Sonntag ist, habe ich fleißige Helfer im Garten. Auch zum Herausholen der Pastinaken bietet sich der Latte Macchiato Löffel wieder gut an. Insgesamt habe ich 13 Pastinakenpflanzen vorgezogen und 13 Spinatpflanzen. Neben den vorgezogenen Spinatpflanzen möchte ich in den nächsten Tagen zum Vergleich noch 2-3 Reihen direkt aussäen. In meinem anderen Hochbeet haben es sich schon ein paar Pflanzen aus dem Gartencenter gemütlich gemacht. Neben ein paar Salaten seht ihr hier den Spitzkohl und hier den Brokkoli.
Auf dem Dachboden unter den Anzuchtlampen steht zurzeit der Zuckermais, ein paar Physalis, ein paar Paprikas und auch die lila Physalis. Ganz besonders toll finde ich die Pflanze blaue Süßlupine, die ich von Bastis Biobeete bekommen habe. Ich wünsche euch allen noch eine wundervolle Frühlingszeit, bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Tschüss und bis bald, euer Stefan.